Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem weit, weit entfernten Dice-Studio. Das wollte ich immer schon mal sagen. Einer meiner Kindheitsträume war es immer, ein Tabletop-Miniaturenspiel mit Star-Wars-Figuren zu haben. Nur, dass das erst ein Traum war, seitdem ich 1997 mit dem Tabletop anfing und dass es früher schon mehrere Games mit Minis gab. Unter anderem tatsächlich eins von Wizard of the Coast. Aber ich hatte damals im Sinne, dass es doch cool wäre, etwas in der Größenordnung von Warhammer 40k zu haben. 2017 machte die amerikanische Firma Fantasy Flight Games nun die Ankündigung. Das Star Wars Miniatures Games namens Legion soll 2018 in die Regale kommen. Und dieses Mal weder mit Raumschiffen wie bei X-Wing oder Armada, noch als Brettspiel wie Imperial Assault, sondern schlicht und einfach als Tabletop-Wargame. Und als die Ankündigung dann kam, ja, da war ich eigentlich gar nicht mehr so im Star Wars-Hype, weshalb ich mich auf das Game zwar freute, aber nicht übermäßig abging. Aber das ist doch eigentlich schon mal eine ganz gute Voraussetzung für ein Review, oder? Ja, aber da ich Reviews immer, naja, ein klein wenig öde finde und ich auch denke, dass ihr gar nicht mal so viel davon habt, habe ich mir einfach mal drei Recken rangeholt, um gemeinsam mit ihnen den Road to Star Wars Legion zu starten. Ja, moin, mein Name ist Stefan. Man kennt mich vielleicht von älteren Dice-Folgen, aber auch von Conventions, wo ich oft mit der MechWorld unterwegs bin. Da präsentieren wir dann ein Raumschiffspiel namens Full Thrust. Hallo, ich bin Felix, ich bin 28 Jahre alt und ich bin Wiedereinsteiger ins Hobby. Ich habe ganz lange Pause gemacht und bin jetzt vor kurzem erst wieder zurück zum Hobby gekommen. Ja, wer bin ich? Ich bin der Dennis. Ich bin seit ungefähr 1996 im Tabletop-Hobby, vorher natürlich andere Sachen, so wie HeroQuest oder sowas. Und ja, ich war dann eine Zeit lang bei den Internet-Clowns von Magabotato, war dann auch noch eine Zeit lang, als die Videos aufgehört haben, Newsredakteur und habe dann einen eigenen Kanal gegründet, den Tabletop-Workshop, kurz TWS. Grundsätzlich bin ich erstmal Star Wars-Fan, bin ich mit groß geworden. Star Wars finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut. Habe auch X-Wing gespielt. Die Star Wars Legion-Geschichte interessiert mich, weil es das erste vernünftige Tabletop-Spiel ist, was in dem Bereich rauskommt. Und auch zur originalen oder in der originalen Trilogie spielt. Natürlich bin ich mit Star Wars groß geworden. Meine ersten Filme habe ich im Alter von ein paar Jahren gesehen mit meinem Vater. Dann natürlich die nachgedrehten ersten drei Teile auch geguckt. Dann die ganzen Serien mitgenommen, viele Comics gelesen, viele Bücher gelesen, X-Wing natürlich auch gespielt, viele Computerspiele gespielt. Star Wars Legion interessiert mich deswegen, weil ich schon seit ich ein ganz kleiner Junge war, immer mich tierisch gefreut habe, wenn Star Wars mal im Fernsehen lief und ich hatte die Figuren zu Hause vom Kenner. Also ich bin quasi ein Fan der ersten Stunde, auch wenn der erste Film rauskam, da habe ich noch in den Windeln gelegen. Und ja, ich habe dieses Fantum nie abgelegt und freue mich darauf, dass es jetzt weitergeht. Also tatsächlich habe ich noch nicht viel von Star Wars Legion gehört, dadurch, dass ich so eine lange Hobbypause hatte. Bin aber, als ich das erste Mal darauf hingewiesen wurde, ziemlich schnell online gegangen, habe mir das Ganze mal angeguckt, habe gelesen, was ich finde oder was ich finden konnte und war auch sehr schnell recht begeistert. Das sind also meine drei Mitstreiter, welche mit mir um die Galaxis kämpfen. Asmodee Deutschland hat uns freundlicherweise zwei Starterboxen zu Legion zur Verfügung gestellt. In diesen Boxen sind jeweils kleine Starterarmeen für die Rebellen und das Imperium enthalten, inklusive Luke Skywalker und Darth Vader. Da wir aber vier Leute sind, es nur zwei Fraktionen gibt, ist logisch, müssen beide Fraktionen doppelt gespielt werden, aber zuallererst müssen wir uns auch erstmal entscheiden, wer denn überhaupt welche der beiden Fraktionen spielt. 3, 2, 1. Gut! Wie ihr seht, wollten drei von vier Spielern logischerweise das Imperium spielen. Nachdem wir aber die Kamera ausgemacht haben und hier und dort Krav Maga verteilt wurde, standen die Armeen dann endgültig fest. Also ich bin der Einzige von uns, der sich aktiv für die Rebellen entschieden hat. Das ist für mich untypisch, weil ich normalerweise auch eher Imperiumsspieler bin. Allerdings hat es unterschiedliche Gründe. Einmal, ich wollte mal was anderes machen. Nicht immer nur Space-Nazis, sondern auch mal die Guten.
Ich habe mich natürlich für die Rebellen entschieden, denn die Rebellen haben, wie im Film auch zu sehen, eine automatische Gewinnchance und ich habe das bloß verloren. Ich habe mich selbstverständlich für das Imperium entschieden und das ist ein ganz einfacher Grund. So die Kinder und die kleinen Jungs, die sind natürlich pro Rebellen, aber wenn du dann erwachsen wirst und ein bisschen reifer wirst, dann ist einfach ganz klar, das Imperium, das sind die Guten und ich spiele gerne die Guten, also spiele ich Imperium. Das Imperium ist für Kinder natürlich irgendwie immer cooler. Die schicken Uniformen und die Technik und mich hat die Organisiertheit des Imperiums schon immer fasziniert. Und ich hätte natürlich lieber das Imperium gespielt, aber mit den Rebellen, muss ich sagen, habe ich mich jetzt immer mehr angefreundet, weil die Figuren ziemlich detailliert sind und auch gut gelungen. Also ich finde die Qualität der Figuren sehr gut. Außerdem, vom Bemalen her, gehe ich davon aus, dass die Rebellen ein bisschen einfacher sind. Jap, dementsprechend bin ich der zweite Imperiumsspieler. Mit Blick auf zukünftige Dice-Folgen hat das aber auch durchaus Sinn. Natsch, natsch, ihr versteht schon. Da wir zwar vier Spieler sind, aber nur zwei Fraktionen in zwei Grundboxen haben, stellte uns Asmodee freundlicherweise noch genug Erweiterungsboxen aus der ersten Release-Welle zur Verfügung, sodass wir unterschiedliche Armeen trotz gleicher Fraktionen aufbauen können, um etwas mehr Varianz in unsere ersten Spiele zu bekommen und um ehrlich zu sein, euch auch etwas mehr zu bieten. Da ich das Spielsystem noch nicht wirklich kenne, habe ich noch keine Idee, wie ich die Armee selber aufbauen werde. Grundsätzlich werde ich erstmal alles anmalen und dann wahrscheinlich viele Sachen ausprobieren. Ich bin ein sehr großer Freund von dem Walker, also dem AT-RT, glaube ich. Deswegen werde ich den auf jeden Fall mit einbauen. Der Speeder, mal gucken, wenn ich den weglassen kann, lasse ich den weg. Ich mag Flieger bei 40k zum Beispiel auch nicht so gerne. Ja, wie werde ich meine Armee aufbauen? Eine kleine Idee habe ich schon. Ich werde auf jeden Fall den AT-ST aus der Erweiterung mit reinnehmen, denn ich fahre unheimlich auf große Fahrzeuge ab. Und dazu werde ich noch so ein bisschen, Entschuldigung, dazu werde ich noch so ein bisschen Kanonenfutter nehmen, also normale Sturmtruppler. Ich bin ein sehr großer Fan von Jets und Fliegern und habe mich dann auf jeden Fall für den Snowspeeder entschieden. Da wir aber nicht auf einer Schneekarte spielen werden, das kann ich jetzt schon verraten, wird er nicht in Weiß gehalten werden, sondern ich werde ihn etwas anders gestalten. Da Dennis unbedingt den AT-ST haben wollte, habe ich mich dazu entschieden, stärker auf Speederbikes zu setzen. Denn Geschwindigkeit besiegt Feuerkraft. Immer. War doch so, oder? Nachdem wir Gelegenheit hatten, uns die Box ein bisschen anzugucken, muss ich sagen, ich bin echt gespannt, wie sich die Figuren bemalen lassen. Was die Qualität der Figuren angeht, sind sie auf jeden Fall über Brettspielniveau, deutlich. Ich muss mir das Ganze nochmal näher angucken, aber ich fand es schon ganz gut. Die Qualität der Miniatur sind ziemlich hoch. Ich kenne tatsächlich den Kunststoff nicht, der verwendet wird. Ich bin natürlich die Standardsachen wie Resinen und so gewöhnt von meinen alten Zeiten noch und jetzt von den neuen Miniaturen, die ich mir jetzt vor kurzem erst wieder geholt habe, in Sachen 40k und ähnliches, Saga. Aber trotzdem sind die recht detailgetreu und sehr nah an der Gestaltung der Filme. Und das finde ich sehr gut. Ja, mein erster Eindruck von dem Material ist relativ gut. Also dafür, dass das so eine komplette Box mit den ganzen Figuren drin ist, sind die Figuren relativ detailliert gegossen. Man hat zwar schon ein paar Gussgrade, aber das liegt eher am Zusammenbau, denke ich. Das lässt sich leicht kaschieren. Ansonsten, die Figuren haben eine relativ ansprechende Qualität und ich bin schon gespannt, wie sie dann auf dem Spielfeld aussehen. Bezüglich der Bemalung bin ich auch sehr gespannt. Ich habe die komplette Zombieside-Grundbox angemalt, was gefühlt ein ähnliches Material war. Das war noch ein bisschen weicher, aber die haben sich sehr gut bemalen lassen und von daher bin ich guten Mutes und guck mir das mal an. Und wenn euch jetzt interessiert, was ich denn zur Qualität des Materials sage, dann empfehle ich euch einfach mal die Unboxing-Videos zu Star Wars Legion, den AT-ST und den Airspeeder auf dem YouTube-Kanal von Dice anzuschauen. Da gehe ich nämlich ziemlich ins Detail. Von dem Spiel erwarte ich nette Jungs, nette Spiele, viel Spaß und dass wir das hoffentlich nach den Drehs auch weiterspielen werden. In der Serie möchte ich das Spiel hier vor allen Dingen kennenlernen. Den bisher guten Eindruck hoffe ich dann dadurch bestärken zu können und dann am Ende dieser Serie motiviert hier rausgehen und die ganze Armee weiter aufbauen. Ich hoffe, dass natürlich die Rebellion gewinnt und dass ihr schön viel klickt, schön viel für uns cheert und gemeinsam machen wir das Imperium rund.
In 2 Wochen treffen wir uns also wieder und schauen, was unsere aktuellen Fortschritte beim Bemalen und der Armeezusammenstellung sind. Und natürlich hoffe ich, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Bis dahin kann ich euch verraten, dass Dennis und ich auf seinem YouTube-Kanal TWS schon unsere Spielplatte für unsere ersten Spiele in den letzten beiden Road to Star Wars Legion-Folgen gebaut haben. Schaut euch das mal an und holt euch Inspiration. Außerdem verspreche ich euch, dass es zu dieser Platte noch weitere Videos bei TWS und ja, auch auf meinem YouTube-Kanal geben wird. Ja, und die dürften euch mit Sicherheit einiges an Tipps liefern, um eine eigene Tatooine-Platte zu basteln. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als mich auf eure Kommentare zu unserer neuen Serie zu freuen. Und auf Abos und Lichtschwerter und Droiden, die suche ich nämlich.